ging uns nicht darum, dass wir hier eine anarchische Besetzung, sondern einfach, wir sind hier, um zu arbeiten, wir brauchen Arbeitsplätze. Die haben wir uns geschaffen und gleich damit losgelegt. Wir haben keinen Platz. Dieses Gebäude ist super ausgestattet mit Tischen, mit Stühlen, mit Internet, mit Strom. Die Tür stand offen, wir haben die Chance genutzt. Es war 24 Stunden am Tag jemand da, tagsüber auch viele Studierende, die wirklich nur zum Arbeiten herkommen sind und die Räumlichkeiten jetzt als Teichenseele eben genutzt haben. Es war aber grundsätzlich in der Nacht auch immer besetzt. Es ist gekocht worden, wir haben alle zusammen gegessen. Am Abend gab es dann immer Plenum, wo wir in großen Gruppen diskutiert haben. Wie gehen wir weiter vor? Was wollen wir? Wie können wir unsere Forderungen formulieren? Wie können wir unsere Struktur schaffen? Wir haben eine extrem prekäre Situation. Pro Architekturstudierenden stehen uns 12 Quadratzentimeter Zeichensaalfläche zur Verfügung. Das ist der letzte Platz in Europa, zwar bei weitem. Wir plotten teilweise riesige Plakate, die man natürlich sich irgendwo anschauen muss, wo man Platz braucht. Wofür man sicherlich noch viel mehr Platz braucht, ist das Modellbauen. Das sind teilweise ganz kleine Modelle, teilweise bauen wir aber auch riesige Modelle. Dann wird es auch mal, sage ich mal, ein bisschen dreckiger beim Modellbauen, wenn man irgendwas mit Beton oder Gips arbeitet. Ja, das will man dann auch nicht unbedingt zu Hause in seinem Schlafzimmer machen und dafür hat man den Platz definitiv nicht. Natürlich ist das nur ein Symptom einer generellen verfehlten Hochschulpolitik. Es gibt zu wenig Geld. In weiterer Folge landet es bei uns und wir müssen mit diesen Bedingungen umgehen und uns dagegen zur Wehr setzen, weil sonst passiert nichts.